Willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Captain America Super Soldier. In der letzten Folge haben wir Madame Hydra ziemlich eingeheizt, würde ich schon sagen. Aber die gute Frau hat sich im letzten Moment dann aus dem Staub gemacht. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe echt gehofft, dass ich sie noch irgendwie erwische und ihr dann irgendwie so Manieren beibringen kann. Denn so wie sie mich jetzt ordentlich vermöbelt hat hier mit ihren ganzen Kollegen am Anfang, das war nicht schön. Das war definitiv nicht schön. Und sowas sollte man nicht machen mit einem Captain. Mit dem Captain. Ja, dem Captain, der jetzt hier die ganzen Statuen sammelt und so. Das ist einfach unhöflich, dem Captain den Hintern zu versohlen. Aber wenn man stark genug ist, dann kann man das natürlich irgendwie hinbekommen. Was liegt denn da? Eine Kanone. Jetzt haben wir wieder ein paar Tagebücher frei geschaltet. Das ist gut. Die ziehen wir uns gleich nochmal rein. Ich würde ganz gerne nochmal einen Film sehen oder so, aber irgendwie... Galerie extra. Schauen wir uns jetzt erstmal hier die Tagebücher an. Dass wir da jetzt Neues haben. 3 Stück gleich. Ich habe der eingeschränkten Wiederaufnahme von Solas Versuchen zugestimmt. Natürlich unter meiner Aufsicht. Ich hoffe, dass er seine niederen Instinkte durch das Wissen aus unserer Bibliothek zügeln kann. Er behauptet, er hätte Ideen, wie ich Kleber X verbessern könne. Ein persönliches Projekt, an dem ich seit einer Weile arbeite. Ich will ihn anhören. Wenn auch meine Erwartungen eher realistisch sind. Ich wurde hintergangen. Als wir dabei waren, Kleber X zur Vollendung zu führen, arrangierte Sola einen Unfall, der mich töten sollte. Ich trage nun zwar Narben bis zum Ende meines Lebens, doch ein Zemo stirbt nicht so leicht. Ich lasse mir nicht anmerken, dass ich weiß, dass dieser Vorfall alles andere als ein Unfall war. Doch meine Rache... wird furchtbar sein. Die Sache ist ernster, als ich dachte. Während ich mich erholte, eliminierten Sola und der Skull methodisch meine loyalsten Kräfte und bestachen die übrigen mit Belohnungen, denen ihr gemeiner Verstand und ihre niederen Instinkte nicht widerstehen konnten. Das Gleichgewicht der Macht hat sich zu ihren Gunsten verlagert. Ich bin in einem Spinnennetz gefangen, und muss alles daran setzen, ihrem Netz zu entkommen. Tja, das klingt so, als ob der gute Zemo jetzt langsam richtig Probleme bekommt. Schauen wir mal, haben wir noch einen Film? Nein. Muss also so weitergehen. "28 von 50". Jetzt steht an jeder Ecke so ein blödes Ei. Ich will immer noch den blöden Hut und nicht so ein Ei. Weil mit dem Hut, dann habe ich dann alle. Noch ein Tagebuch. Den nehmen wir auch mit. Okay. Dass die da einfach so hochspringen konnte und so wahnsinnig schnell gewesen ist beim Ausweichen, obwohl sie ja eigentlich nicht genetisch verändert wurde, die Frau. Das wurde ja in einem der anderen Tagebücher gesagt, Madame Hydra meine ich jetzt. Dass die überhaupt nicht verändert war, aber trotzdem so stark jetzt gewesen ist. Das wundert mich ein bisschen. Sie waren ersetzlich. Ich muss die Zentrale vor Skull warnen. Die Antenne dort drüben auf dem Gebäude weist auf ein Funkgerät mit großer Reichweite hin. Das könnte klappen, aber mein Freund, der ist immer noch weg. Na, da kommen wir nicht durch. Bin ja mal gespannt, was jetzt hier auf uns zukommt. Noch mehr Flak. Sollte sie außer Betrieb setzen. Wäre echt gut, Captain. Lass die nicht an die Kanone! Verstärkung anfordern! Zack. Was? Du musst da nur gegenlaufen? Du hast nicht mal gedrückt? Oder habe ich den dagegen geschleudert? Auch blöd. Egal. Haben wir hier so ein bisschen was zum Kämpfen? Ganz gut aus bisher. Allerdings. Ihr könntet nochmal Verstärkung fordern, wenn ihr wollt. Ich glaube, das macht ihr eh nicht. Hm? So, ein bisschen Sprengstoff. Und auf zur nächsten Flak.
Na, schieß. Schieß. Tja. Du hast zu lange gebraucht. Die Kanone ist auch ersetzbar. Und zwar durch meinen Sprengstoff. Direkt an das Kontrollpult. So, zack, zack. Dann können meine Freunde auf jeden Fall hier landen. Und uns am Ende auch wieder rausholen. Es wäre ja blöd, wenn ich jetzt irgendwelche... Was er mit dem Baron gemacht hat? Es heißt, seine Genesung wird Monate dauern. Okay. Dali soll einen Schlag von Eisenkreuz abgekriegt und überlebt haben. Ist das denn möglich? Sie setzen die experimentelle Luftlandedivision ein. Der Supersoldat ist so gut wie tot. Wir brauchen mehr Feuerkraft! Ja, braucht ihr. Also genau das meinte ich. Also jetzt hier diese Zwischenkämpfe und so sind so... Ja, die sind relativ leicht, du kommst gut durch, aber die Bosskämpfe, da beißt du dir echt die Zähne aus. Das merkt ihr ja jedes Mal. Ich bin dann doch sehr impulsiv. Mann, das heißt doch, den kann ich ausweichen. Ah! Was wird das? Das ist ganz schlecht. Oh. Tja, Kollege, wenn ich dich erwische. Hier. Guten Flug. Schön, dass du dich dann noch davor stellst. So habe ich auf jeden Fall gute Chancen, euch zu besiegen. So, sonst noch wer? Nein? Niemand? Du da oben vielleicht? Der macht nichts mehr. Ach, schau mal, da steht noch einer. Da hinten noch irgendwo einer. Da komme ich so nicht weiter. Ach, schau mal, da vorne ist noch ein Turm. Den nehme ich auch noch mit. Habe ich da jetzt durchgeschossen? Gibt's doch nicht. Wollte schon sagen. Den nehmen wir auch mit. Und dich auch noch. Das war's. Habe ich einen übersehen? Nein. So, Lebenspunkte sind regeneriert. Hier liegen keine Sachen rum, also geht's weiter zur nächsten Basis. Moment mal. Da war doch irgendwas. Hier. Ein paar Dossiers. Ich könnte mal wieder so ein Update gebrauchen. Och nein, wie viele? Wieso so viele? Ich ziehe meine Aussage von vorhin ganz klar wieder zurück. Das wird nicht unbedingt leichter hier. Aber die schießen sich ja gegenseitig ab manchmal. So. Das war jetzt richtig knapp. Wirst du wohl aufhören? Wirst du wohl aufhören? Oh, nein, 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 nein. Jetzt muss ich mit so wenig Lebenspunkten gegen die ganzen Leute kämpfen? Das ist doch nicht fair. So. Okay, den hat es zersetzt. Aber da kommt gleich noch einer, ne? Der Kollege. Der mit seinem schweren... Ich kann die hier hinlocken. Da sind nochmal so viele. Warum? Warum programmiert man sowas? Dass dann da gleich nochmal so viele sind. Wir kriegen das schon hin.
So. Oh. Nein, 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 nicht zu sehr im Nahkampf hier. Los, weg. Locken wir den lieber nach hier hinten. So. Komm schon. Benutze das Geschütz. So, der hat gesessen. Ach, schau mal, jetzt kommen die da hinten. Gut. Ja, komm. Meine Lebenspunkte sind nicht wahnsinnig gut. Aber solange der da außen rumläuft und jetzt nicht mich jetzt irgendwie... Hallo? Ich muss ihn auch treffen. Von der anderen Seite erwischt. Großartig. Großartig. Das war jetzt richtig gut. Oh, wo kommst du denn her? Das hat mich richtig erschrocken. Vor lauter Schreck dir erstmal die Nase gebrochen. So, da kommen nochmal zwei Kollegen. Aber diese Kleinen, die machen mir keine Angst. Die hauen wir einfach so aus den Socken. Und gute Nacht. So, es wird Zeit, dass meine Lebenspunkte sich mal wieder regenerieren. Sind alle Gegner tot? Jetzt müsste es doch eigentlich bald klappen. Ja, ja, genau. Tja, was kann ich über das Spiel sagen mittlerweile nach so viel Spielzeit? So lange geht es nicht, glaube ich. Also wir nähern uns jetzt immer mehr dem Ende. Sind schon gut dabei, aber halt noch nicht ganz. Komme ich denn da ran? Da ist doch ein Film. Kommt man an den Film? Achso, da hätte ich irgendwie den einfach so nehmen können. So, warte mal. So. Geht nicht. So geht das nicht. Wie kommt man daran? Muss es doch einen einfachen Weg geben. Jetzt da bloß nicht irgendwo in eine nicht vorhergesehene Lücke fallen. Nee, geht nicht. Egal. Also, Spiel gefällt mir gut. Ich bin ja eh Freund von solchen... Fan von solchen Spielen. Wisst ihr ja. Nur, dass die Bosskämpfe zwischendurch dann doch so ein bisschen knackig sind. Das ist man gar nicht gewohnt, wenn das ganze Spiel so locker flockig von der Hand geht. Na komm schon. So, genau. Dann diese... Herausforderung sozusagen. Ich habe nichts gegen Herausforderungen, versteht das nicht falsch. Aber Frustmomente, da bin ich allergisch gegen. So, den Film kannten wir auch schon. Also nichts, was interessant genug wäre, es sich nochmal anzuschauen. Schauen wir mal, was jetzt da drin auf uns wartet und was unser Kollege macht. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Funkgerät ist. Ja, das hört man doch. Piep, 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 piep. Das hört er mit seinem Supergehör, oder was? Ach, Captain. So viele ungelöste Rätsel über dich. So viele Fragen. Wenn ihr irgendwelche Antworten auf irgendwelche Fragen habt, die ich noch nicht gestellt habe, einfach mal in die Kommentare schreiben. Dann kommt die Frage vielleicht später einfach dazu. Was war zum Beispiel zuerst da, die Keramik oder das Ei? Wow, ein Schattenwurf. Die ganze Zeit wird auch hier nicht so wirklich schattenmäßig was, oder? Also ganz klein und dann auf einmal... Na, das sah doch nicht schlecht aus. Kriege ich jetzt zwar nicht wieder hin, aber es sah nicht schlecht aus. So, hier geht's weiter. Hier unten nochmal gucken, ob hier nicht noch irgendwas liegt. So ein paar Dossiers oder so. Da komme ich jetzt noch nicht durch. Da auch nicht. Tja, da werden wir mal nach oben gehen. Und schauen, was da auf uns wartet. Na, was war das denn? Elegant über die Treppe gerollt, oder was? Captain, du bist doch gut in sowas. Großartig. Genau so stelle ich mir das vor. Oh,
So, jetzt sind wir einmal weiter nach oben gekommen. Ja, jetzt müssen wir da lang. Das kriegen wir doch hin. Einmal hoch. Und hepp. Super. Naja, schau mal, da ist das Funkgerät. Aber was für einen Funkspruch wir absetzen, werden wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Captain America Super Soldier erfahren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.